wenn wir mit Hazur reisen und sehen, wie viel Hazur eigentlich macht. Also Hazur bereitet all seine Reden selber vor. Ja? Man muss sich manchmal mal schauen, wie viel Hazur mit eigener Hand alles aufschreibt. Ja? Manchmal so 60, 70 Seiten Landscape, um eine Ansprache, die wir immer eine Stunde gehört haben, schreibt sich Hazur alles auf. Ja? Die ganze Recherche dahinter, alles macht Hazur selbst. Und das alles nur für wen? Für uns. Ich war so verwundert darüber gewesen, dass als Hazur 2013 Singapur besucht hat, nach so einem langen Flug, ja, der über Nacht hinging und auch da hat Hazur Briefe bearbeitet. Und als Hazur dann in Singapur angekommen ist, ja, wir sind dann zum Apartment gefahren, haben die Sachen dort abgelegt, dann ist halt Hazur das Gebet geleitet. Und danach ging es sofort mit der Mulaqat-Session. Also nachdem man 13, 14, 15 Stunden Reise hatte, ja, dann braucht eigentlich unser Körper eine gewisse Ruhe. Ja. Aber Hazur hat sofort gesagt, dann die Jamaat-Leute warten und wir machen Mulaqat. Es wurde sofort mit Mulaqat begonnen. Hazur hat dann 4 Stunden lang sozusagen am selben Abend dann nochmal Mulaqat gemacht. Und das ist nicht so, wie wir Mulaqat kennen, weil wir haben dann innerhalb von 4, 5 Tagen 5.000, 6.000 Leute gehabt, die Hazur treffen wollten. Und dieser Mulaqat hat sich so abgespielt, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das heißt, Hazur war in einem Raum untergebracht in der Moschee, wo es kein einziges Fenster gab, keine vernünftigen Klimaanlage gab, es gab nur Ventilatoren. Hazur, und es waren irgendwas mit 40 Grad im Schatten. Ja. Hazur mit seinem Pagri und seinen Ajkan stand in diesem Raum und dann sind die Leute reingelaufen. Ja, und wir haben also eins nach dem anderen sind die Leute rein, haben Musafa gemacht. Hazur hat mit ihnen kurz gesprochen, hat sie dann hingestellt, Bilder gemacht. Hazur hat diese gesamte Zeit gestanden. Ja, keine Gelegenheit gehabt zu sitzen. Nach so einer langen Reise hat Hazur nicht nur das, sondern jeden Tag. Diese 4, 5 Tage, die wir dort waren, hat Hazur jeden Tag diese Mulaqat in Doppelsession gemacht. Vormittags und abends. Und das alles nur für uns. Und dann so viele Briefe, tausende von Briefe, jeden Tag. Und auf jeden dann eine Unterschrift von Hazur. Das ist unglaublich. Also ich meine, ich hab vor nicht allzu langer Zeit für meine Projekte einige Sachen unterzeichnen brauchen, wo ich dann hintereinander so 30, 40 Stück Unterlagen unterzeichnen musste. Ich konnte meine letzten Unterschriften mit meinen ersten gar nicht mehr vergleichen. Ja. Ich schweige das, wenn ihr jeden Brief von Hazur seht, ist die Unterschrift gleich. Ja. Oder wenn man sich das vorstellt, dass man ein Buch, jeden Abend ein Buch von 1000 Seiten liest und auf jede Seite unterschreibt, das ist nicht etwas, was ein Mensch durch seine eigene Kapazität machen kann. Das ist nur die Allmacht Allahs, die diesen Menschen unterstützt. Und wir können von diesen Segnungen haben. Weil all diese Segnungen, die mit den Propheten gebunden sind, mit den Propheten, wir sprechen von der Arche Noah, wir sprechen von Noah damals, der damals für die Menschen ein Schutz war von Allah. Und für diese Zeit ist der größte Schutz für uns der Heilige Prophet Rasulullah. Und durch den Heiligen Propheten Rasulullah, Hazrat Masih Maud. Und jetzt, nach Hazrat Masih Maud sind natürlich seine Khulafa, die uns dahin leiten. Sie sind für uns dieser Anker. Sie sind für uns dieser Schiff, die uns beherbergt. Und das ist es, was wir schleunigst verstehen sollten. Weil jegliche Segnungen sind mit diesen Menschen verknüpft. Heute, wenn wir geschützt werden wollen, gibt es für uns keinen anderen Weg, außer dass wir Khilafat folgen und hinter Khilafat unseren Weg suchen.